Guten Morgen, wir sind heute im Auto unterwegs. Wir sind am Weg nach Ungarn. Ich habe mit meinen Mädels einen Wellness-Tag. Wir lassen uns die Füße machen und auch die Augenbrauen. Wie ihr seht, meine Augenbrauen haben es schon wirklich sehr notwendig. Jetzt wird mal gefrühstückt. Es ist erst kurz nach 8. Bei mir gibt es ein Käsebrot und Gurkenscheiben und eine Cabanossi als Frühstück. Mein Trinken habe ich leider vergessen. Was soll ich machen? Ist leider so. Und ich würde euch gerne den Tag mitnehmen. Heute habe ich mir einen Zopf gemacht. Steht mir das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe mir gedacht, ich nutze das noch, weil ich nehme euch morgen auch mit. Und dann werden sie wieder kürzer geschnitten. Und ja. Wir sind jetzt angekommen. Es ist heute leider kein besonderes Wetter, aber eigentlich ist das für so einen Wellness-Tag ziemlich praktisch. Es tut mir leid, wenn die Qualität heute nicht so gut ist. Es ist sehr windig und regnet auch ständig. Ich lasse mir eben heute die Füße machen und auch meine Augenbrauen. Das machen wir eigentlich normalerweise vor Corona-Zeit regelmäßig, so alle 6 bis 8 Wochen. Bin gespannt, welchen Lack ich mir da aussuchen werde. Keine Sorge, ich werde euch meine Füße natürlich nicht zeigen. Ich mag das selber nicht. Ich werde euch eventuell den Lack zeigen, für den ich mich entschieden habe. Ich glaube, dass ich da in eine lila Richtung gehen werde. Aber mal schauen. Und morgen möchte ich euch dann auch mitnehmen. Da gehe ich, wie gesagt, zum Friseur, bekomme eine neue Farbe und Haarschnitt. Und ja, mal sehen, was der Tag noch so bringen wird. Das macht überhaupt nichts. Sie gefallen mir richtig gut. Hat wirklich gut funktioniert und ich wollte euch noch zeigen, für welche Farbe ich mich entschieden habe bei meinen Nägeln. Ich habe ein dunkles Lila gewählt, einfach weil ich noch sehr weiße Füße habe und mir gedacht habe, da würde diese Farbe das nicht so schlimm aussehen lassen, dass sie noch sehr weiß sind. Hier kann man außerdem sich massieren lassen und auch Kosmetik machen lassen. Das habe ich auch schon gemacht. Ich finde es wirklich ein super Kosmetikstudio, kann ich euch echt empfehlen. Ja, jetzt warte ich noch auf meine Mama und meine Freundinnen und dann geht es auch schon weiter zum Desko. So, wir sind jetzt am Weg zum Desko. Ich komme mir manchmal vor wie so ein richtiger Reiseführer. Jetzt sieht man nicht sehr viel und da werden wir jetzt noch ein bisschen durchschlendern und etwas mitnehmen. Mal schauen, was wir hier ergattern. So, mittlerweile bin ich wieder zu Hause angekommen. Wir haben uns noch ein bisschen beim Desko aufgehalten und oh je, jetzt wird die Kamera dunkel. Ja, auf jeden Fall haben wir, wie gesagt, beim Desko ein paar Sachen gefunden. Wir haben es mittlerweile 5:30. Also wir waren wirklich den ganzen Tag unterwegs und ich würde euch jetzt noch gerne zeigen, was ich beim Desko mitgenommen habe. Also als erstes habe ich mir mitgenommen so eine Kuchenform. Ich habe bemerkt das letzte Mal beim Backen, dass ich keine Aufbewahrungsbox für Kuchen habe und ich finde die recht praktisch. Die hat so eine innere Einlegefläche, die man dann auch stülpen kann, dass man eben das Ganze zweilagig hat. Das sieht man auch hier ziemlich gut. Das ist eben, dass das so zweilagig ist
Und da kann man eben Kuchen reingeben oder auch einfach mal belegte Brötchen. Habe mir gedacht, das ist sehr vielseitig und das kann ich auf jeden Fall einmal mitnehmen. Auch mitgenommen habe ich ein neues Monster. Monster Punch. Pipeline Punch steht da. Mein Freund trinkt das recht gerne, die normale Variante, und in Ungarn hat es diese gegeben. Und da habe ich mir gedacht, zum Kosten nehme ich ihm da mal zwei Flaschen mit, also zwei Dosen mit. Dann habe ich mitgenommen Trockenshampoo, einmal das Schauma Dry Shampoo, My Darling, und einmal das Dry Shampoo Miss Fresh. Ich habe die bei uns noch nicht gesehen und habe mir gedacht, okay, dann teste ich die mal. Weiters habe ich mitgenommen, ich weiß nicht, ob ihr die Salami kennt. Big Salami ist sehr berühmt in Ungarn. Da habe ich mir mitgenommen einmal zwei so Snacks für scharf, weil mein Freund gerne scharf isst, und zweimal die milde Variante für mich. Dann habe ich noch mitgenommen ein neues Silan Lemon Blossom Scent Minerals. Ich finde den Geruch sehr gut und habe ich bei uns auch noch nicht gesehen. Habe ich mir gedacht, nehme ich auch mit. Und zum Abschluss habe ich noch gekauft, wir haben eine Espressomaschine, und die Starbucks-Cafés mag ich eigentlich sehr gerne. Und da habe ich einmal mitgenommen Kaffee Verona von Starbucks eben. Dann habe ich mitgenommen Columbia. Und zu guter Letzt habe ich mitgenommen Sumatru. Alle drei kenne ich nicht. Und deswegen habe ich mir je eine Stange zum Testen mitgenommen. Ja, und somit, das war mein Wellness-Tag mit meinen Mädels heute in Ungarn. Morgen würde ich euch auch gerne mitnehmen. Wie gesagt, neue Frisur, neue Haarfarbe. Und dann würde ich sagen, bis morgen in der Früh. Tschüss. Hallihallo. Wir haben mittlerweile schon Montagabend. Eigentlich wollte ich euch ja gestern zum Friseur mitnehmen. Ist mir aber leider nicht gelungen. Ich bin wirklich sehr tollpatschig bzw. auch oft vergesslich. Und so ist die Kamera leider zu Hause geblieben. Möchte ich aber heute trotzdem meinen neuen Haarschnitt zeigen. Es ist einiges wieder abgekommen und an Farbe wieder etwas dazugekommen. Wie findet ihr es? Ich bin echt voll happy damit. Ich mag die Frisur sehr gerne. Es wurde auch wieder sehr stufig geschnitten, was mir persönlich sehr gut gefällt. Ich ja, finde das echt ganz nett. Bin zufrieden. Auch mit der Farbe bin ich vollkommen zufrieden. Ja, ich wollte dich eigentlich ja gerne mitnehmen zum Friseur, das ist mir wie gesagt nicht gelungen. Habe mir aber gedacht, gut, nachdem heute schon Montag ist und trotzdem noch etwas angestanden ist, weil das ein richtiges Beauty-Wochenende war und wir waren heute noch Nägel machen, habe ich mir gedacht, dann zeige ich euch wenigstens noch meine neuen Nägel. Auf die bin ich auch ganz stolz und happy. Ich habe mich für so einen Fliederton entschieden und mit so Silberakzenten. Flieder ist ja momentan schwer im Trend. Überall sieht man Fliedersachen und Fliederklamotten und alles ist Flieder momentan. Habe ich mir gedacht, gut, ich bin auch Flieder. Kein Problem. Finde ich recht schön. Und war dann natürlich, wie kann es auch anders sein, natürlich dann auch shoppen, weil unser Nagelstudio ist in einem Shoppingcenter. Und habe natürlich wieder Sachen mitgenommen und die zeige ich euch noch schnell. Und zwar, als erstes habe ich mitgenommen ein Fächer. Ich möchte es aber nicht als Fächer nutzen. Das war sehr günstig, das habe ich bei Nununana gekauft. Das hat statt 3,95 1,95 gekostet. Habe mir das als Deko überlegt für mein neues Bild, was ich mir gekauft habe. Und habe mir gedacht, vielleicht kann ich das irgendwo dazu dekorieren. Falls ihr nicht wisst, von welchem Bild ich spreche, das seht ihr in meinem Action Haul gerne anschauen. Ja, ich finde den eigentlich sehr schön.
ein Holzstäbchen, oben weiß und wie gesagt eigentlich ein Fächer. Möchte den aber gerne zweckentfremden und dekorieren. Weiters habe ich mir noch bei Nanunana gekauft so Fegblumen, auch in so einem orange-rötlichen Ton. Ich hoffe, ich bin mir leider absolut nicht sicher, dass die auch zu diesem Bild passen und ich die da dazu dekorieren kann. Es ist halt immer schwierig, wenn man ein Dekoteil zu Hause hat und etwas dazu suchen möchte, es auch dann wirklich in der passenden Farbe zu finden. Aber sollte es nicht dazu passen, werde ich natürlich anderweitig etwas finden, wo ich es dazu dekorieren kann. Das fällt mir ja nicht schwer. Und die haben gekostet 4,95 Euro, ist eben gleich so ein Strauß. Ja, habe ich mir gedacht, vielleicht passt das gut dazu und kommt natürlich mit. Und auch noch zu meiner Deko passend habe ich dann noch so eine orangene Kerze entdeckt. Die riecht auch nach Orangen, zufällig. Und die war auch vergünstigt, die hat statt 2,95 1,95 gekostet. Und ich habe mir gedacht, sollte das mit den Blumen gar nicht funktionieren, dann habe ich zumindest eine orangene Kerze und die passt bestimmt. Ach ja, wollt ihr sehen, wie ich das dekoriere? Dann werde ich euch gerne ein Video dazu machen. Ja, ich nehme euch da einfach gerne mit und zeige euch, welche Ecke ich bei mir zu Hause umdekoriere. Ob es mein Videohintergrund wird, habe ich ja gesagt, weiß ich noch nicht. Aber ich möchte es definitiv dekorieren, dann nehme ich euch natürlich gerne mit. Dann habe ich mir mitgenommen was ganz Simples, aber es ist mir in die Hände gefallen und das Designer hat mich auch angesprochen. Ich brauchte neue Taschentücher, beziehungsweise so eine Box fürs Badezimmer. Ich nutze die immer sehr gerne für Pinsel zum Zwischendurch abwischen, beziehungsweise zum Naseputzen, für sämtliches im Badezimmer. Manchmal wische ich auch einfach nur über eine Oberfläche mit denen. Ja, mir hat das Design gefallen und meine ist schon fast leer. Und nachdem wir bei DM auch waren, habe ich die gleich einfach mitgenommen. Dann habe ich mir noch zwei Make-up-Produkte mitgenommen bei DM. Einmal möchte ich gerne probieren. Ich habe in den letzten paar Wochen ein paar Videos verfolgt hier auf YouTube betreffend Creme-Produkte und bin dabei auf einen Maybelline Blush gestoßen. Habe mir da ein paar Reviews angeschaut, ob die Leute damit zufrieden sind. Und bis jetzt habe ich nur Positives darüber gehört und deswegen möchte ich den auch probieren. Und das ist von Maybelline der Cheek Heat Gel Cream Blush. Ich habe mich für eine günstige Variante entschieden, weil ich der Meinung bin, wenn es für mich nicht funktioniert, dann habe ich nicht unnötiges Geld aus dem Fenster geschmissen. Den würde ich gerne probieren. Ich habe den in der Farbe... Ich habe den in der Farbe Nude Burn 15 genommen. Ich habe mir gedacht, wenn das nicht so ein typisches Rosa ist, dann kann ich vielleicht besser damit umgehen. Ich werde das auf jeden Fall testen und euch bestimmt in irgendeinem Video berichten, ob ich mit dem klargekommen bin oder nicht. Und einen weiteren Blush, also momentan muss ich ehrlich sagen, ist die Auswahl an Blush, egal ob in High-End oder Drogerie, wirklich groß. Ich habe das Gefühl, jede Woche kommen 2-3 neue Produkte auf den Markt. Ich habe gesehen, ich weiß nicht, ob der neu ist, ich habe ihn zumindest vorher noch nicht gesehen, von Catrice die Blush-Box. Ich weiß nicht, kennt ihr den? Habt ihr den schon mal gesehen? Gerne einen Kommentar, ob den es schon länger in der Drogerie gibt oder ist das ein neueres Produkt? Ich kannte ihn auf jeden Fall nicht und habe mir natürlich den auch mitgenommen. Ich habe das schön gefunden, dass das nicht ein zu starkes Rosa ist, sondern es ist so ein Mischmasch aus Rosa, Beige, dunkles Rosa. Der hat mir echt gut gefallen und ich finde,
das Packaging auch wirklich cool und die Art und Weise, wie der gepresst ist. Und deswegen ist er auch mitgekommen. Und zu guter Letzt, weil ich momentan sehr zufrieden bin mit meinen Haaren und ich mir überlegt habe, trotzdem würde ich gerne das Blond für den Sommer ein bisschen auffrischen oder irgendwie noch mehr Pep haben, obwohl sie schon kurz geschnitten sind, habe ich mir noch eine Tönung gekauft. Und zwar die L'Oreal-Tönung Cola Vista in so einem rosa Farbton. Ihr werdet vielleicht jetzt denken, oh mein Gott, Midlife Crisis oder was soll das werden? Ich wollte das einfach mal probieren. Und das wascht sich nach 2-3 Mal, glaube ich, wieder aus. Und habe mir gedacht, auf meinen blonden Haaren, vielleicht wirkt das gut. Ich teste das einfach über den Sommer, finde ich das recht schön, wenn das vielleicht in der Sonne glitzert. Wir werden sehen, ich werde das testen und da werde ich euch natürlich auch gern mitnehmen. Eventuell kombiniere ich die Dekorationssache mit der Haarsache. Also seid gespannt, wie diese Farbe wirkt, ob sie funktioniert und ob mir das Ergebnis gefällt oder ob ich dann ein paar Tage in Zwangsquarantäne mich selber stecke, weil es vielleicht doch nicht so gut aussieht. Ja, das waren die Sachen, die ich noch geshoppt habe. Ich würde diesen Vlog jetzt beenden. Es tut mir leid, dass das mit dem Friseur nicht so funktioniert hat, wie ich es eigentlich vorab gesagt habe. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu enttäuscht und nehmt mir das auch nicht übel. Ich würde es schön finden, wenn wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, Baba!